Ja, auch als Geburtstagskind heißt es ab und zu mal abwarten. Auf was Chongi da wartet, das erfahrt ihr später. Erstmal. Moin und herzlich willkommen zu Werder TV Insight. Ab jetzt auch mit mir. Ich würde sagen, wir sagen Moin und herzlich willkommen, liebe Franzi. Franzi habe ich nicht so gerne, das kann ich schon mal sagen. Okay, dann herzlich willkommen, liebe Franziska, beim besten Verein der Welt. Und das nach einer langen Suche, ne? München, Freiburg, Basel, USA und zuletzt Schweden. Und jetzt bist du hier, also unsere Innenverteidigerin hat einiges erlebt. Also nicht nur persönlich und die anderen Kulturen kennenzulernen, auch sportlich, glaube ich, dass das mich extrem weitergebracht hat. Und es war auch sehr interessant zu sehen, wie in welchem Land trainiert wird, was dort für Bedingungen sind, wie professionell es jeweils ist. Und ich glaube, dass ich davon ganz viel mitnehmen kann und ich hoffe, dass ich das halt bei Werder jetzt auch umsetzen kann und vielleicht anderen Spielern weitergeben kann. Wir freuen uns drauf auf viele schöne Momente auf dem Platz und neben dem Platz. Was wäre denn, wenn du nicht Fußballerin geworden wärst? Dann würde ich vielleicht jetzt da sitzen, wo du sitzt. Das ist auch mein Plan nach der Karriere. Nach der sportlichen Karriere möchte ich gerne im Medienbereich arbeiten. Und ich habe da beim SC Freiburg schon ein bisschen reingeschnuppert in der Medienabteilung. Das hat mega Spaß gemacht. Klingt nach einem Praktikum bei Werder TV. Damit habe ich mich beworben. Dann schau jetzt schon mal richtig gut hin, denn es geht los mit der neuesten Folge Werder TV Inside. Und versprochen, ihr müsst nicht so lange warten wie Thaïs. Denn wir haben auch heute viele spannende Themen für euch. Und zwar nicht nur unsere neue Werder TV-Praktikantin. Nein, wir haben auch ganz besonderen Geburtstags-Überraschungs-Chongtent. Außerdem haben wir Tipps für alle, die noch auf Weihnachtsgeschenksuche sind. Und natürlich, keine Frage, alle Infos zum Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart. Herzlich willkommen zu PK, der Spieltagscheck. Man muss festhalten, dass wir aktuell zwei verletzte Spieler haben, mit Fülle und Milord, Josh Sargent, der heute komplett mit der Mannschaft trainieren wird und damit fürs Wochenende auch auf jeden Fall zur Verfügung stehen wird. Das heißt, zwei Verletzungen bleiben übrig. Das eine ist Milord, habt ihr unter der Woche ja einem ja, fast schon tragischen Trainingsunfall, insbesondere für ihn, mitbekommen. Natürlich eine Schwächung für uns. Letztendlich auch was ausheilen wird. Und dann muss er im ja, Ende Januar dann einen neuen Anlauf nehmen und den wird er auch nehmen. Ja, und dann bleibt Fülle. In der Aufbelastung hat er eine Reaktion gezeigt an der verletzten Wade. Und deshalb werden wir da deutlich langsamer aufbauen müssen. Und es ist schon so, dass wir davon ausgehen müssen, dass er frühestens Richtung Mainz, Hannover, vielleicht aber auch erst gegen Union Berlin ein Thema wird. Die kommen jetzt aus der zweiten Liga wieder hoch, haben einen spannenden Ansatz im Spiel, spielen sehr mutig hinten raus, haben Tempo auf den Flügeln, wählen manchmal extreme Anordnungen im Spiel, das heißt überladen Räume extrem, spielen dann da rein. Die letzten Wochen ist es definitiv auch spielerisch deutlich vorangegangen bei uns. Also wenn man jetzt auch das Spiel gegen Wolfsburg sieht, ja, letztes Drittel war noch nicht optimal, aber gegen eine der stärksten Pressingmannschaften der Liga hatten wir kaum noch Probleme in der Spieleröffnung. Das war vor 6, 7 Wochen noch ganz anders. Sie haben natürlich sozusagen ein Jahr Vorsprung mit dieser Mannschaft, die sich eingespielt hat. Und das ist bei uns in dieser Mischung natürlich noch nicht gegeben. Aber ich bin mit unseren Fortschritten sehr zufrieden, freue mich auf das Spiel. Ich kann auch allen vor den Fernsehschirmen große Hoffnung auf ein attraktives Spiel machen. Ja, trotz unserer Ausfälle, die definitiv da sind, haben wir schon den Anspruch, das Heimspiel zu gewinnen. Und ich sehe da auch gute Möglichkeiten. Das war PK, der Spieltagscheck. Ja. Und was machen wir jetzt bis Sonntag 15.30 Uhr? Ja, oder ihr werft mal einen Blick in unseren Fanshop in der Zeit, denn da gibt es immer das passende Weihnachtsgeschenk und am Nikolauswochenende sogar eine ganz besondere Aktion. Na, wer da nicht in Weihnachtsstimmung kommt, weiß ich auch nicht. Last Christmas. Nervig. Okay, dann eben nicht. Bleiben wir lieber aktuell. Wer von euch hat schon die neueste Folge Werder Podcast gehört? Na? Na? Hm? Hello everyone. This is obviously we're doing the weekly chunk tent. I just want to say to you guys, if you want to know everything about me from going back to childhood heroes, to when I started playing football, how I started playing football, and to where I am now, and to who I'm thankful for, tune in
as you can see me with the microphone, so tune in on the Werder Podcast. Also wir haben ganz genau hingehört und sind auf eine super Idee gekommen. Aber seht selbst. And that's your weekly Chongtent. Ein Geschenk für Tahith. Der sitzt jetzt hier drin und wir überraschen ihn. Der weiß nämlich noch nicht, was ihm gerade blüht. Er denkt, er muss einen Aufsager machen. Komm mit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you, thank you. Op. I think you wish right before I blow the... Yeah. Thank you, thank you. And you don't have to tell us that you wished for 3 points on Sunday. I have a feeling like maybe a picture. That's how I feel anyways, but I might be wrong, maybe. Yeah, I see a picture. Let's see. First for me before the camera. The picture, oh, this is amazing. This is amazing. Oh, they show the camera also, this is amazing. Oh man, this is going definitely somewhere in the house, hanging, see it every day. Thank you very much. This is special. Thank you. Thank you guys so much, man. What's the special thing about you and Ryan Giggs? That's my idol growing up. A player I look up to. So this is very special, you know, ever since I was young, looking up to him, and this is like a special gift for sure. Thank you very much. Thank you. See it again maybe. You can see the Photoshop is gone a level, gone up another level. This is amazing. Thank you. This is amazing. No, this is definitely going somewhere in the house like this. You put it, and then every time I wake up, I see it, you know? Oh, right next to the bed. Yeah, exactly. Every time I wake up, I see it. No, this is, thank you. Thank you so much. Thank you. I'm gonna eat this probably in the change room also right before training, probably. Oh, that will give you the perfect energy for the training. And that's your weekly Chong Tent. Eure Geburtstagswünsche oder, ach wisst ihr was, sind wir mal kreativ. Eure Geburtstagsgedichte für Tahith Chong dürft ihr einfach mal in die Kommentare schreiben. Wir sind gespannt und das Beste, das überbrückt die Zeit bis zum Anpfiff bei den Kollegen von Sky am Sonntag um 15.30 Uhr. Wenn ihr noch mehr Input braucht bis Sonntag, ach ihr wisst es doch, Vorspiel-Podcast, Vorbericht auf werder.de oder ein ganz spezieller Tipp für alle Zimmerduell-Fans, ich würde mal auf die offiziellen Kanälen der Werder-Frauen gucken, denn da kommt am Samstag was. Ja, aber seht selbst. Und bis dahin ein schönes und erfolgreiches grün-weißes Werder-Wochenende. Wir sehen uns Montag wieder. Tschüss.